Willkommen zurück bei Where We Play Nummer, wo sind wir denn? 5 oder 1, 2, 3, 4, 5, genau, mit Unterwurlde. Unterwurlde. Haben sie ja gesoffen oder was bei dem Titel? Oder heißt das, gibt's das wirklich, das Wort? Keine Ahnung. Unterwurlde, Labyrinth, schon wieder Plattformhüpferei. Springe, klettere und kämpfe dir einen Weg durch ein altes Labyrinth, während du fiesen Monstern ausweichst. Kannst du aus der Unterwurde entkommen. Okay, spielen wir eine Runde Unterwurde. Ich habe schon wieder diesen komischen... Ja, genau den gesehen. Alter. Alter, wie springt der? Alter, guck mal, wie dynamisch er springt. Wie er halt einfach nur hin und her gebaut wird. Kann er denn sonst noch was außer springen? Wie er halt immer wegfliegt, ey. Kostet mich das irgendwas? Leben oder so? Wieso springt er denn so komisch wie so ein Frosch? Bam! Ey! Wow! Ey, das war gar nicht mal schlecht. Nein! Ah, ich geh jetzt runter. Ah, hä? Alter, das geht viel zu schnell. Wieso? Ach, wenn ich aus hoher Höhe fliege, dann sterbe ich, oder was? Hier soll ich jetzt hochkommen? Wie soll ich denn hier jemals wieder hochkommen? Mit diesen Affen, die mich ja die ganze Zeit hin und her bouncen. Ich kann jetzt hochspringen. Warte mal, ich mach das jetzt einmal. Dafür ist es ja da. Dann komme ich ja dann nie im Leben wieder hoch. Ach, weiter geht nicht. Schön. Hier komme ich dann nie nimmer wieder hoch. Kannst du abessen. Zumal, wenn ich halt so gerade hochspringe, dann nicht nach links und rechts mehr kann. Kann höchstens hoffen, dass mich dann wieder so ein Affe rüberbounzt. Nee, was haben sie sich denn hierbei wieder gedacht? Also Rare, ihr hattet auch beschissene Zeiten, sehe ich gerade. Ihr habt nicht immer so schöne Spiele gemacht. Gott sei Dank habe ich mit Banjo-Kazooie angefangen. Und nicht mit sowas hier. Also das hätte ich wahrscheinlich von dem Entwickler... Oh, ich bin hier oben. Zukünftig die Finger gelassen. Natürlich. Gut, ich sterbe also nur, wenn ich aus hoher Höhe fliege. Nach unten falle. Ne, das ist doch... Guck mal an. Hallo? Warum vor allen Dingen? Ich verstehe es nicht. Das ist mir zu. Alter. Hier oben. So, wie soll ich jetzt... Muss ich ja von... Nee, Leute. Tut mir leid. Dafür habe ich jetzt keine Nerven, ey. Was haben sie sich denn dabei... Nee. Also Unterwurde ist nicht schön. Guck mal, er kann doch auch schießen da in dem Puyo-Video. Muss ich dafür springen, dass er schießt? Ich probiere es nochmal kurz. Offensichtlich kann er ja schießen. Irgendwie. Dass er auch, sobald er was berührt, so wegbounzt. Ich komme ja nicht mal dazu. Nee, er kann nicht schießen. Nee, er kann nicht schießen. Er hat sich den Schädel brutal an der Bild... Oha. Nein! Also du brauchst die Dinger ja, dass sie dich darüber pfeffern, sonst geht das ja gar nicht. Nein, falsche Richtung. Hä? Ach, der springt auch automatisch so... Scheiße. Ja! Nein! Alter. Wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Ach, der springt auch automatisch ein bisschen, wenn er... an der Kante steht. Oder wenn man über die Kante drüber springt. Aber halt auch nur nach unten. Depp. Ich dachte, der springt... Nee, komm. Also ganz ehrlich. Nee. Nicht schön, nicht gut. Macht keinen Spaß.
Wieder so ein Spiel, wo ich die Schnauze voll hätte, wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte. Also, habe ich ja zwar irgendwie, aber ich meine damals. In der Spielleitung. Gut, dann war es das von Underworld. Das kann von mir aus auch in der Underworld bleiben. Wir sehen uns dann bei Nightlore wieder. Wann wird es denn hier mal besser? Bisher war es ja alles nicht ganz so prall. Wann kommt denn hier mal der Battletoads hier? Das dauert aber ein bisschen. 1991. Und dann so der erste. Das erste Highlight, sag ich mal. Aber na, das dauert noch ein bisschen. Gut, schönen Tag noch. Bis denne und hauen Sie rein.